Es ist Donnerstag, der 5. Dezember 2013. Hier, Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Heute werden wir uns mit zwei Themen beschäftigen. Gleich wird es im Interview als erstes gehen um die EU-Saatgutverordnung. Da werde ich mit Rebecca Schwarzbach sprechen von Save Our Seeds. Und danach im zweiten Interview spreche ich mit Freeman, vielen bekannt von Alle Schall und Rauch, über seine Vision für ein Tourismusprojekt in Abchasien. Kommen wir nun als erstes zur EU-Saatgutverordnung. Guten Abend, Frau Schwarzbach. Ich bin nicht Frau Schwarzbach, ich bin Susanne Korte. Entschuldigung, es war Frau Schwarzbach uns angekündigt worden. Wir hatten das nochmal versucht, wir hatten heute nochmal gesprochen, aber es macht doch nichts. Also, ich heiße Susanne Korte. Okay. Sie setzen sich ein bei Save Our Seeds gegen die EU-Saatgutverordnung bzw. deren Entwurf. Warum engagieren Sie sich dagegen? Die EU-Saatgutverordnung wird eigentlich gepriesen von der EU-Seite, dass die bestehenden Vereinbarungen, die es gab und Richtlinien über die Jahre, dass sie die sozusagen vereinfachen möchte und harmonisieren möchte. Und das hört sich ja alles erstmal ganz positiv an. Ne? Man möchte auch eine Bürokratie natürlich herausnehmen. Das ist auch immer ein begrüßenswerter Aspekt eigentlich. Dann muss man aber in einem zweiten Schritt mal fragen, warum, was soll harmonisiert werden und einfacher gemacht werden für wen? Mhm. Und ich meine, wenn man sich die Entwicklung beim Saatgut und vor allen Dingen bei den Besitzverhältnissen von Saatgut anschaut, dann sieht man sehr schön, für wen diese neuen Regelungen verbessert werden sollen. Das ist also im Wesentlichen ist eigentlich für die Saatgutindustrie geschrieben worden, vermutlich auch direkt, mehr oder weniger direkt von ihnen diktiert. Saatgut, Pestizide, Gentechnik sind ja oft in der Hand von den gleichen Konzernen. Ich denke jetzt an Monsanto, Bayer, DuPont. Also man muss erstmal sagen, wie viel Chemie brauchen wir eigentlich für die Saatgut? Und das zeigt auch schon, dass also die großen Konzerne, Saatgutkonzerne, so kann man sie nennen, aber es sind oft eben auch Chemie-Multis. Ne? Also daher auch diese enge Verwandtschaft. Bei dieser Verordnung muss man aber raushalten, dass also gentechnisch veränderte Organismen, die werden rausgehalten, weil es dafür andere extra Verordnungen gibt. Das heißt, das ist jetzt ein Entwurf einer Verordnung, wo es um entweder ökologisches oder konventionelles Saatgut geht. Ja, richtig. Und dann muss man, fangen wir mal an beim beim konventionellen. Auch konventionell hört sich immer, finde ich, noch relativ harmlos an. Man muss auch da wieder schauen, was steckt eigentlich dahinter. Und also heutzutage ist Saatgut ist auch Hybrid. Ähnlich wie auch bei der Tierzucht gibt es eigentlich nur noch Hochleistungssorten im Hybridsektor. Das heißt, die sind kaum fortpflanzungsfähig, man begibt sich dann als Landwirt in die Abhängigkeit. Ja, das ist einfach sozusagen eine Erfindung gewesen, so also aus den 60er Jahren der Saatgutindustrie. Man hat ja zunächst mal den Bauern Saatgut zur Verfügung gestellt und hat dagegen eine kleine Gebühr genommen und die Bauern haben gedacht, okay, das Saatgut, was sie uns da gegeben haben, das ist wirklich weitaus ertragreicher und die kleine Gebühr, die können wir verschmerzen. Das war also der Anfang dieser ganzen Geschichte und dann ist aber mehr und mehr sind sie, ohne es richtig zu merken, in die Abhängigkeit hineingezogen worden. Weil natürlich die Saatgutindustrie sich gesagt hat, also, dass wir das Gegengebühr den Bauern zur Verfügung stellen, das reicht. Wir müssen irgendetwas machen, damit wir sozusagen eine Art Copyright-System in dem Saatgut haben und laufend Geld bekommen. Sei es auch durch die Paketanforderungen. Das muss ich nochmal erklären. Also erstmal ist es so, man hat erstmal ein Saatgut erfunden, was sich nicht weiter vermehrt. Und das sind also bestimmte Elternfamilien, der Zuchtlinien, und da geht man erstmal, da macht man in dem Prozess, sorgt man dafür, dass sich eine Linie so lange selbst befruchtet, bis sich bestimmte Eigenschaften klar herauskristallisieren. Also zum Beispiel hohe ertragreiche, gleichzeitige Abreife und so weiter. Und wenn das der Fall ist, dann fängt man an, diese Elternlinien miteinander zu verkreuzen, bis man ein optimales Produkt hat und das nennt man dann erstmal F1. Das Gute
Gute daran ist, dass man eben daraus kein Saatgut mehr gewinnen kann, sondern man muss wieder Neues kaufen in der nächsten Zeit. Und damit steht der Bauer also da. Früher hat er sein eigenes Saatgut genommen, heute machen das fast nur noch Ökobauern. Und jetzt für die anderen Bauern gilt, es geht nicht. Und das mit der Ertragsreichheit und was funktioniert leider auch nicht so dolle, weil es bedarf eines ganzen Paketes an Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden, damit eben diese hohe Ertragsreichheit auch gewährleistet ist und die Pflanze während des Wachstums halt mit diesen Widerständen fertig wird. Haben Sie das verstanden? Klar. Jetzt ist das Ganze ja soll es ja eine Verordnung sein und vorher waren es Richtlinien. Und dann haben die Mitgliedstaaten ja viel weniger Spielraum, das verfassungskonform auszulegen, als wenn es Richtlinien wären, wo man Umsetzungsgesetze macht. Ja, das ist natürlich Teil des Spiels. Das ist, man sagt, wenn es schön einfach sein soll und es soll eben beständig sein und es soll für alle Länder gelten und es soll keiner mehr dazwischen reden, dann ist es eine Verordnung, was wir als auf Landesebene würden wir sagen, es ist ein Gesetz. Eine Verordnung hört sich ja immer noch anders an, aber das ist einfach vom Fachbegriff her, kommt das einem Gesetz gleich und es ist ein Gesetz, es muss auf nationaler Ebene der ganzen Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Da gibt es kein Pardon. Und man hat zum Beispiel noch, das zeigt auch wieder, man hat die Methode der Delegiertenrechte. Das heißt, wenn es durch den politischen Prozess der EU gelaufen ist, den Entscheidungsprozess, wird im Nachhinein dann noch etwas verändert werden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sich schon fragen kann, man sagt mir immer, es gibt Vorlagen, wo das Sinn macht, dieses Prozedere mit den delegierten Rechtsakten. Hier sehe ich eher die Gefahr, dass dann eben auch von der Macht, in dem Falle, im Agrar, Sektor, nämlich den Saatgutkonzernen, da doch nochmal Einflussnahme genommen wird. Ja, mir ist dann zum Beispiel aufgefallen, ist delegierte Rechtsakte, klar, das kann die Kommission dann alleine machen, entspricht auf der nationalen Ebene den Verordnungen. Das ist mir aufgefallen, da gibt es zum Beispiel für die Frage des Imports, Artikel 43 und 44 des Entwurfs, da geht es ja darum, ob eine bestimmte Sorte, die jetzt von außerhalb der EU kommt, dort ähnlichen Zulassungsvorschriften mit ähnlich hohen Standards unterliegt wie in der EU. Und wenn das der Fall ist, dann soll die Genehmigung von außerhalb der EU, also jetzt hier für ökologisch und konventionelles Saatgut dann, genügen. Und da ist einer der Punkte, wo die Kommission dann delegierte Rechtsakte machen kann, um das genauer zu bestimmen. Das ist mir aufgefallen zum Thema delegierte Rechtsakte, gerade für die Frage jetzt wenn in die EU Saatgut importiert wird, von Ländern außerhalb der EU, jetzt ökologisch oder konventionell, was halt unter diesen Verordnungsentwurf fällt, dass dann das genehmigt werden soll, wenn die Kommission sagt, die dortigen Zulassungsvorschriften, die sind vergleichbar wie in der EU. Und nach welchen Kriterien man das genau bemisst, das soll über einen delegierten Rechtsakt laufen von der Kommission. Also ich kenne das nicht genauer, muss ich sagen. Das kann ich nicht sagen. Ich nehme an, dass Sie sich das anschauen, wenn ein Landwirt in Deutschland zum Beispiel mit importierten Saatgut arbeitet, was er aus USA oder sonst wo bekommen hat, wird man halt wahrscheinlich dann prüfen, ob das in Ordnung ist. Was ich meine, ist eben, dass das ein Beispiel ist, wo die Kommission da ziemlich viel Macht alleine hätte. Ich glaube, dass das schon vorher war. Das ist gar nicht das liegt ja schon vorher in dem Prüfverfahren. Was ist denn neu an dieser an diesem Verordnungsentwurf im Vergleich zu vorher? In dem Gesamten. Also das Neue ist, dass Saatgut offiziell registriert sein soll. Und zwar eigentlich, also alles das, was verkauft werden soll, ne, was in den Marktzugang hat, soll registriert und geprüft werden. Und das ist natürlich etwas, was für Saatgutkonzerne überhaupt kein Problem ist.
weil nämlich zum Beispiel auch die Prüfung von beim eingeräumt wurde, dass sie das selbst machen. Das muss man sich vorstellen. Während man, wenn man sonst, wenn ich jetzt ein Saatgutunternehmen habe, so ein mittelständisches, und möchte eben ein neues Saatgut anmelden, dann muss ich zum Bundessorgenamt gehen. Das können Sie dann, dürfen Sie ja nicht selber prüfen und sich selbst bescheinigen. Nein, das sowieso nicht. Ich muss zum Amt gehen und muss dort die Gebühren bezahlen. Hm. Wenn Sie die sozusagen die Großen rausnehmen aus diesem Verfahren, die bislang müssen Sie ja auch an die Bundessorgenämter gehen. Wenn Sie denen jetzt sagen, ihr könnt euer Zeug selber prüfen, wir vertrauen euch da, dann heißt das für das Bundessortenamt, dass viel weniger Prüfungen sozusagen fällig werden. Das heißt, die Gebühren werden sich zwangsläufig erhöhen, wenn weniger kommen zu prüfen. Weil die auch mit den Gebühren irgendwo kostendeckend arbeiten müssen. Ist, ich meine, mittelfristig denke ich mal, dass eine Behörde dann sagt, wenn sie nicht kostendeckend arbeitet, wird sie geschlossen. Und was man dann macht, weiß ich nicht. Es ist jetzt schon so, dass Bundessortenämter zum Teil Prüfverfahren in, sagen wir mal, in preiswertere EU-Länder auslagern und dann dort halt Sorten testen lassen, unter Bedingungen, die natürlich dann nicht unbedingt hier in Deutschland auch anwendbar sind. Ne? Weil dort geht dann ja immer um, wie viele Sonnentage gibt es, wie viele Regentage gibt es und so weiter. Es ist aber einfach preisgünstiger, es vielleicht in Bulgarien zu machen, als hier. Das heißt, dieser Verordnungsentwurf, der würde vor allem für Züchter traditioneller Sorten, würde es vor allem deutlich verteuern. Ja, das ist ein enormes Problem. Das heißt, die müssen sich... Es gibt welche, die rechnen aus, dass also das gesamte Verfahren 12.000 Euro für eine Sorte kosten kann. Und selbst das für Sorten, schon viel Geld, ne? Selbst für Sorten, die schon lange anwenden. Also nicht unbedingt nur für Neuzüchtung. Nein, für alles das, was sie verkaufen wollen. Wenn so eine Verordnung in Kraft tritt, ne, dann wird man halt alles prüfen, was auf den Markt kommt, dann muss es auch sozusagen diese Verfahren durchlaufen. Das heißt, wenn man jetzt traditionelles... Ja, die alten Sorten, die vorher da waren, dass sie ausgenommen werden, weil die zum Teil sind ja gar nie geprüft worden. Das heißt, die alten Sorten, die könnte man praktisch nur noch verschenken, das kann man dann nur noch im ehrenamtlichen Bereich machen. Ja, also verschenken kann man, das wird erlaubt sein, aber das ist natürlich bei einem Hobbygärtner oder so, ist das noch glaubhaft. Bei einem Landwirt, der ja in dem Fall auch als Unternehmer gesehen wird, ist das schon weniger glaubhaft. Und es wird halt, ich weiß nicht, wie so etwas geprüft wird. Also man findet irgendwo auch schon mal Vermerke darüber, dass es so eine Saatgutpolizei geben soll. Das ist natürlich jetzt etwas zynisch, aber es wird natürlich Inspektoren oder ein gewisses Prüfverfahren geben müssen. Da stellt sich eben die Frage, wer wird als Unternehmer gesehen? Nur der wie sehr muss man da auf Einnahmeerzielung aus sein, wenn man das im großen Stil jetzt züchten würde, um es zu verschenken? Die Verordnung ist nicht total, wer als Unternehmer gesehen wird. Der Unternehmer definiert sich darüber, dass man mit Saatgut auf den Markt geht. Und dafür, also gegen Geld halt sein Geld. Das ist ein Unternehmer. Also, und das ist schon... es gibt bestimmte, man will so kleine Unternehmen ausnehmen, nachdem also Druck gemacht wurde. Also es wurde ja im Frühjahr hier auch schon eine erste große Kampagne gemacht in Deutschland, wo 250.000 Unterschriften gesammelt wurden dagegen, also für die Vielfalt und gegen die Einfalt der EU in diesem Fall. Und dann hat von der EU-Seite haben sie dann gleich relativ schnell, gab es eine Reaktion, dass das ja eben nicht alle betrifft und eben die Kleinstunternehmen, wie sie das ausdrücken, also bis zu 10 Mitarbeitern und einen Jahresumsatz von 2 Millionen Euro, die werden ausgenommen und Hobbygärtner auch. Aber das muss man abwarten, was wirklich passiert. Ich meine, wenn der erste Schritt in so eine Begrenzungsrichtung gegangen ist, dann ist es manchmal, also meistens nur eine Frage der Zeit, wann das ist. Sie meinen, dass man die Grenzen senkt, bis es hinterher wirklich kommerziell auch für kleine Betriebe Saatgutzüchtung nicht mehr geht? Ja. Es ist, also, ich finde, es wird immer so mit, nicht mit zweierlei Maßnahmen, aber sagen wir mal so, die Vokabeln oder die Begriffe, Vielfalt, Biodiversität und so weiter, die hat heute für jeder, also auch jede Körperschaft, auch die EU. Ne? Ich glaube, sie flattern sogar auf den Fahnen, die vor dem Gebäude sind. Und das allein reicht aber nicht. Wenn man dann reinguckt und sagt, wie werden denn die Sorten getestet? Wie soll denn dieses
sein? Was sind die Kriterien dafür? Dann sieht man wiederum, es sind Kriterien für diese Hybridsorten, die natürlich nicht passen können aus ökologischer Sorten. Wo zum Beispiel Unterscheidbarkeit von einer Sorte zur anderen ist ein Pluskriterium, weil bei Hybrid ist es ein Minuskriterium. Das ist ganz wichtig, also weil die Vielfalt, die wird überhaupt nicht honoriert durch diese Prüfungskriterien, sondern sie wird eigentlich ausgeschlossen. Und also reden und tun sind da wirklich mal wieder zwei verschiedene. Wie sieht denn der Zeitplan aus? Bis wann will man diese Verordnung denn beschlossen haben? Also es geht eigentlich recht zügig. Es ist bis zur nächsten Woche können noch Amendments, also Veränderungen von Politikern, also von Landespolitikern, an die EU herangetragen werden. Und dann wird es halt die Weihnachtspause geben und dann ist im Januar Tag der Agrarausschuss der EU, im Februar Tag der Umweltausschuss und die entwickeln die Vorschläge und das geht ans Parlament, ans EU-Parlament und es wird sich das dann anschauen und wird einfach sagen, hier möchten wir Veränderungen haben, das ist in Ordnung und so weiter. Und gleichzeitig macht es der EU-Rat, durchläuft den gleichen Prozess. Und letztendlich müssen sich dann Parlament und Rat einigen, was sie an die Kommission sozusagen zurückgeben als Gesetzesvorlage. Also als Entscheidung mit dieser, was wir vorhin schon besprochen haben, mit den Delegierten. Das sind ja noch was gemacht. Das ist ja jetzt schon von vornherein so definiert. Ne? Aber es wird, wie gesagt, wenn es dann zurückkommt an die EU-Kommission, diese Entscheidung gilt dann erstmal vom politischen Prozess. Vom Parlament und vom Rat. Die sagen dann dazu nichts mehr danach. Also es gibt nicht nochmal ein Hin und Her. Klar, die Kommission ist ja leider die Einzige, die da Initiativen machen darf. Ja, das ist die Regierung sozusagen, wenn man das vergleichen will mit Nationalstaat. Oder, ich meine, bei uns dürfen ja auch der Bundesrat und der Bundestag Initiativen einbringen, was dann der Ministerrat und dem Europaparlament entsprechen würde. Und da darf es nur die Kommission. Ja. Gab es in der Debatte, ich meine, es gibt ja auch eine EU-Grundrechtecharta, da gibt es so Rechte wie unternehmerische Freiheit, die ja auch für Landwirte gilt, oder Rechte wie Umweltschutz und Verbraucherschutz. Hat das da eine Rolle gespielt? Also, man liest es immer wieder, aber wie gesagt, wenn man dann richtig in die Verordnung reingeht, sich das anguckt, zum Beispiel, dann spricht eigentlich alles dagegen. Das wird sozusagen so eine Art Greenwashing wird da betrieben. Weil es ist, wenn man es erklärt, was da eigentlich passiert mit diesen Machtverhältnissen zum Saatgut, was daraus gemacht wird, wie das heutzutage läuft, dann kann man nur sagen, niemand will die alten Sorten, niemand will die bäuerlichen Sorten. Und man kann nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen uns wappnen für eine Zeit, wo wir Klimawandel haben, wo wir Energiearmut haben, Probleme haben, hier und dort, mit den Hybridsamen werden wir da nicht weit kommen. Das ist einfach so. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, wir haben wir haben Genbanken, wir haben das alles dort, aber da muss man auch sehen, dass diese Genbanken durchgeteilt im privaten Besitz sind. Und wir, ne, diese Samenvielfalt angeblich haben, werden sie auch schon geformt. Und man weiß aber allerdings nicht, ob die nach jahrelang eingefroren sein, wie die dann wirken. Weil die Umwelt verändert sich laufend und man muss natürlich auch immer Testverfahren haben in situ, damit die Pflanzen die Möglichkeit haben, sich anzupassen an sich verändernde Umwelt. Das heißt, Saatgutzüchter werden dann vielleicht, wenn das so durchkommt, und sie wollen einen mittelständischen Saatgutbetrieb noch, ja, der wettbewerbsfähig ist, aufrechterhalten, werden dann vielleicht für die Saatgutzucht vielleicht ausweichen müssen auf andere Nachbarländer, die nicht zur EU gehören, vielleicht in die Schweiz oder andere Länder. Ich weiß es nicht, was man macht. Der Prozess wird weitergehen, wenn man nichts dagegen entwickelt.
dann wird es sich immer weiter verengen. Also es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten, auf diesen Kontinenten in andere Länder zu gehen und etwas zu bekommen. Aber das wird, auch das wird nach und nach wahrscheinlich verhindert werden. Ja, vielleicht über Handelsabkommen der EU, das heißt... Ja, zum Beispiel das geplante Freihandelsabkommen. Da ist ja auch in Bezug auf SPS-Abkommen, also mit den USA dieses Freihandelsabkommen, wo es dann ja bei SPS darum geht, dass der, der einen Import verhindern will, die Beweislast hat. Es scheint ja Verschiedenes zusammenzuwirken. Einmal die Saatgutverordnung und dann gleichzeitig solche Handelsabkommen, dass das eine das andere ergänzt, dass dann zusammengenommen noch weniger Spielräume da sind. Ja, also ich meine, da wird man schon aufpassen. Ich nehme auch, ja, also ich bin nicht so ganz sicher, ob die EU wirklich, sagen wir mal, das verabschieden wird jetzt, also zeitnah. Oder ob sie nicht doch abwarten, wie sich das mit dem Freihandelsabkommen entwickelt. Es gibt ja auch, ich meine, Monsanto ist rausgegangen zum Beispiel jetzt hier. Aus Europa, und das ist aber nicht, weil die sagen, wir haben jetzt hier keine Lust mehr oder so, sondern die warten einfach eine günstige Situation wieder. Aber ich glaube, Bayer dehnt sich immer mehr aus. Ja. Zumindest was so die Sorten angeht. Und, ja, was heißt aber aus? Also ich meine, das sind alles so uniforme Sorten, da ist die eine wie die andere. Also das ist auch so etwas, wo ich sage, ja, wir müssen sagen natürlich, wir haben ganz viele Sorten und können dann ihre ganzen Päckchen da zeigen und Bezeichnungen und so weiter. Aber letztendlich hat das nichts mit Vielfalt zu tun. Das fällt alles relativ in sich zusammen. Gibt es mal irgendeinen Pilz oder Keim, der sozusagen die Frucht richtig bedroht? Ja, sowas hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben. Und schützen kann man sich vor so etwas eigentlich nur durch eine gewisse Vielfalt. Wenn dann irgendwie eine Sorte einknickt, durch was auch immer, durch Kriegsbefall, dann hat man andere Sorten, auf die man zurückgreifen kann. Und das fällt halt eigentlich weg. Solange das aber nicht so richtig passiert im großen Rahmen, können wir also immer sagen, wir haben hier diese Vielfalt, wir prüfen alles prima, damit das Saatgut gesund ist und auch, ne, dass der Verbraucher gute Produkte bekommt, und versuchen das so ein bisschen manchmal auch so ins andere zu verkehren. Man hört dann so ein bisschen mit, die ganzen Ökosachen, wenn die jetzt hier keine Prüfung wollen, wenn die keine Zertifizierung und Zulassung haben wollen, was soll denn das? Ne? Das ist, also das spielt schon ein bisschen mit, als ob die, da geht es nicht darum, dass sie das finanziell nicht wuppen können, sondern da geht es eher darum, warum machen die das? Na klar, das ist wirklich gut. Also wobei natürlich hier, gerade hier in Deutschland, die Leute brauchen alles mit Stempel und Siegel. Ne? Und sonst kaufen die ja nichts mehr, die Menschen. Das hat sich eben auch verändert. Ne? Im Konsumverhalten der Menschen. Die wollen einfach wissen, was ist das, was ist da drin, was ist das wert. Und wenn da, wie gesagt, ein Stempel und ein Siegel drauf ist, einen guten Glauben kauft, passt niemand mehr da. Das ist schwierig. Ne? Also das ist sicherlich eine, also würde ich persönlich würde auch sagen, okay, es sollen vertretbare Bedingungen für seltene Sorten und vorjährliche Sorten geschaffen werden, damit eben dieses Ungleichgewicht ein bisschen aufgehoben wird, dass eben der Zugang zum Markt auch weiterhin gewährleistet wird. Das heißt, Sie sind nicht gegen Zertifizierung, aber das muss auch für alle Betriebe bezahlbar sein. Es muss bezahlbar sein und es muss auch sinnvoll sein. Wie gesagt, ne, wir haben vorhin schon mal über Kriterien gesprochen, die eigentlich nur den Hybrid-Samen betreffen. Aber sozusagen überhaupt keine Kriterien sein können für die ökologischen Sorten. Die fallen richtig durch das Sieb durch und zwar ganz schnell bei diesem Kriterienkatalog. Und da fragt man sich, warum man so einen Katalog hat. Wenn man auf der einen Seite sagt, man möchte Vielfalt haben und auf der anderen Seite Fakten schafft, die Vielfalt mühelos rausfallen. Und dann sagt, tut uns leid, ihr kommt hier nicht durch die Zulassung raus. Wir hätten euch ja so gerne gehabt, aber ihr schafft. Ich denke, die EU hat auch eine lange Tradition, konzernfreundlich zu sein, gerade was Chemiekonzerne angeht. Ja. Von Anfang an, der erste EU-Kommissionspräsident kam aus der Richtung Chemiekonzern. Ich weiß, das ist Walter Hallstein. Was mir aber viel mehr Kopfschmerzen macht, ist, ehrlich gesagt,
Und wir merken das halt, deswegen, ich bin jetzt den zweiten Tag hier und probiere halt, mir sozusagen kampagnenpolitisch etwas zu überlegen, zusammen hier mit dem Team, wie wir an die Menschen auf der Straße herankommen, wie wir ihnen das sozusagen auf einfache Weise erklären können, dass diese Gesetzesfassungen, die in Brüssel gemacht werden und in Straßburg, dass die uns auch unmittelbar betreffen, auch wenn wir nicht Bauern sind und auch wenn wir nicht Gärtner sind. Das ist ziemlich schwierig, weil die EU ist nun mal ziemlich weit weg noch von den Bürgern und im Moment eben auch politisch, wir haben es ja gerade gesehen bei der Wahl, wir haben ja sogar eine neue Partei, die gegen die vorgehen wollte, also nicht so richtig salonfähig, ne, weil es einfach auch nicht verstanden wird, was die dort machen und ob es von Nutzen ist oder eben ein Nachteil der Einzelnen. Ich hab persönlich die Erfahrung gemacht, dass man oft vor Menschenrechten ziemlich viel Angst hat. Also dass Dinge in dem Menschenrechtszusammenhang debattiert werden. Deswegen habe ich jetzt die Menschenrechte aus der EU-Grundrechtekarte angesprochen. Man könnte auch einen UNO-Sozialpakt nehmen mit Menschenrecht auf ein Höchstmaß an Gesundheit oder Menschenrecht auf Nahrung, was auch im Wesensgehalt gesunde Nahrung beinhaltet. Das ist auch etwas, wovor ich die Erfahrung gemacht habe, dass ja manche Gentechnikfirmen Angst haben. Aber ich sehe auch ein gewisses Problem, glaube ich, wenn es nicht um Gentechnik geht, sind die Leute wacher, als wenn es um den Schutz der ökologischen Sorten geht, dass sie da genauso schnell reagieren. Ja, das ist natürlich auch wieder so eine große Kiste, eine schwarze Kiste, wo viele Leute nicht genau Bescheid wissen, was da wirklich passiert. Also ich bin natürlich überhaupt kein Fan von Gentechnologie. Aber ich denke mal, dass das, also gerade hier in Deutschland haben wir das relativ gut im Griff im Moment. Zumindest was die Aussaat anbelangt. Durch die strenge Haftung und dass es überall Proteste gibt, nehme ich an. Ja, das muss, deswegen ist es halt, Deutschland gilt als schwieriges Land, was das anbelangt. Das kann sich aber ziemlich schnell wieder ändern. Aber man muss halt, ich denke, man muss den Menschen klar machen, dass das, es gibt ja andere Bestrebungen, zum Beispiel Urban Gardening und so weiter. Ne? All diese Geschichten gehen schon in so eine Richtung, dass man sagt, ich kümmere mich selbst, soweit ich es tun kann. Und das ist die richtige Richtung. Das andere ist natürlich, dass Leute im Supermarkt einfach irgendwas kaufen und sich keine Gedanken mehr machen. Das kommt ja auch kaum noch jemand. Es muss ja auch nicht jeder die schönsten Blumen im Garten haben. Wichtig ist doch, dass wir Nahrungsvielfalt haben. Ja, und natürlich auch ganz schönes Blumen haben. Ne? Aber ich meine jetzt schwerpunktmäßig. Ja, schwerpunktmäßig. Also ich meine, wenn man sich anguckt, was auf dieser Welt an Ackerflächen wie genutzt wird, dann sieht man schon, was Vielfalt oder Einfalt ist. Man muss es einfach mal sehen und sich ein bisschen anschauen, was dort passiert. Aber ich meine, da kommen wir jetzt in ganz viele Geschichten. Ich meine, dass wir Sachen anbauen auf unseren Feldern, die wir dann in den Tank tun, ist auch eine Sache. Hallo, Nahrungsmittel in den Tank? Ja. Aber dann zeigt einfach, es gehorcht anderen Gesetzen. Ja. Und nicht dem, was zum Teil ja eben doch auch schriftlich fixiert ist, ne? Wie in irgendwelche Chartas oder Bestimmungen oder eben der letzten Politikeräußerung. Die Leute sind heute, gerade die politischen Kräfte, sind sehr versiert geworden, was das anbelangt. Also, das vermittelt ein Gefühl, als ob sie sich ernsthaft dafür einsetzen. Aber, wie gesagt, auf den zweiten Blick sieht das oft anders. Ich glaube, die Gefühle der Leute sind mehr bei ihrer gesunden Nahrung als bei den Pflanzen. Wenn man das den Leuten bewusst macht, wie sehr die Nahrung davon abhängt, ja. Ich glaube, dann gibt es stärkere Mobilisierung noch. Ja, dann gehen Sie mal auf die Straße und fragen Sie, was wählt der Bauer eigentlich aus? Was für ein Saatgut ist das, woher bezieht er das aus? Ich glaube, dass die Leute das nicht wissen. Da bin ich richtig überzeugt von die meisten. Die Leute machen sich eben nicht mehr so viel Gedanken. Erst so richtig, was passiert. Man für einen Umschwung in der Atomenergie brauchten wir Fukushima letztendlich. Und das ist, ich hoffe nicht, dass das in diesem Sektor auch etwas Ähnliches widerfährt.
was die Leute so umstellen können. Mir scheint es so. Und auch möglich ist, so schnell umzustellen. Das ist ja, das sieht man ja, ich meine, bei der Energie, sieht man es bei der Energiewende, dass das sehr kompliziert und auch relativ teuer ist, aber es wird zumindest jetzt erstmal vorangetrieben. Großbritannien möchte nicht, aber okay. Ich habe Armbrüllen, die schaffen neu an. Also, aber ich will jetzt gar nicht auf das Thema gehen. Also, mir scheint so, dass das eine ist, diese Verordnung zu verhindern oder so weit wie möglich das, was die kleinen und mittelständischen Saatguthersteller überlasten würde, da zurückzudrängen. Und das andere scheint mir zu sein, dass es wichtig ist, Saatgut-Tausch- und Verschenknetzwerke aufzubauen. Das gab's, oder sowas gab es mal in Äthiopien, glaube ich. Ich weiß nicht, wie kommerziell, aber das gab es mal bei den bäuerlichen Betrieben, bis das durch Kreditauflagen von IWF oder Weltbank verboten wurde. Aber dann glaube ich, sind die ganz schnell dann. Ich glaube, sowas in Europa aufzubauen, also als zusätzliches Sicherheitsnetz, dass das auch wichtig ist. Also ich wollte auch nicht, vielleicht habe ich ein bisschen sehr zu pessimistisch geklungen bei den letzten Sätzen, aber also ich hoffe natürlich darauf, dass es gibt sehr viele Menschen, die auch etwas tun in dieser Hinsicht und sich dafür einsetzen. Und wir werden mit Sicherheit auch noch mehr gewinnen, wenn den Menschen klar wird, um was es wirklich geht. Und dass es nicht darum geht, dass sie aus irgendeinem bunten Zeitvertreib heraus statt einer 3000 Tomaten haben wollen, weil sie nicht wissen, welche wir nehmen sollen, sondern weil es einfach eine Wichtigkeit und eine Notwendigkeit hat für die Artenvielfalt, weil sonst gibt es kein Leben und Überleben. Das sind natürlich immer große Worte und keiner möchte das so richtig zu Ende denken, aber letztendlich ist es. Ich meine, es gibt ja auch Projekte, die setzen gezielt auf eine Mischung, also dass sie Saatgutmischung anbauen, also genau das radikale Gegenteil von Monokulturen, um eben keine Pestizide zu benötigen. Und ich meine, da sieht man ja, dass das einfach nicht notwendig ist. Aber es ist halt Erfolg oder Ertrag misst sich ja an zweierlei Maß. Für den einen muss es sehr schnell, muss es hohe Erträge geben. Und für den anderen, der sagt einfach, mir ist es wichtiger, dass ich vielleicht nicht so hohe Erträge habe, aber im Laufe der Jahre meinen Boden schone und all diese anderen Bedingungen erfülle, dass ich sozusagen nachhaltig handeln kann, dass ich zukunftsfähig handle als Landwirt. Und das ist in unserer Art, wir haben ja einen abgemilderten Kapitalismus hier, aber ich finde, gerade was den landwirtschaftlichen Sektor anbetrifft, geht das wirklich, schießt das über alle Ziele hinaus. Mit dem gesamten Paket von industrieller Massentierhaltung und eben in der Landwirtschaft, ja, also im Sanftanbau. Das ist natürlich nicht, jeder Einzelne denkt halt nicht über den Tellerrand. Das ist also viele, ne? Viele Bauern sagen auch gar nicht anders, aber jeder ist eigentlich immer nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Die Frage ist immer nur, in welchem Verhältnis. Und das, also wir müssen einfach da rauskommen. Also kann nicht sein, dass die Leute sich hinstellen und sagen, ich kann nicht anders als so zu handeln. Weil das ist eine Bankrotterklärung. Aber ich meine, der Staat ist natürlich auch da gefordert, dass er eben nicht nur einfach sagt, ich finde das ganz gut mit der Vielfalt, sondern einfach klar auch was macht. Eine Unterstützungsleistung sonst was für die Bauern, das hier zu sehen hier. Und die neue Agrarreform, die war ja, da war auch der Löwe weit gesprungen und trotzdem dann als Kaninchen da auf den Bettvorleger gelandet letztendlich. Aber ein bisschen was hat es gebracht, ne? an dem Bewusstsein, dass eben die halt nachhaltig wirtschaften, auch lang belohnt werden. Und es wird weitergehen. Und ich denke, das ist, auch wenn man jetzt was Einzelnes hier rausgreift, ist das eigentlich nur ein Teil von einem wichtigen Ganzen. Und irgendwann wird sich das alles verzahnen. Und man wird es dann sehen, warum man das machte, warum man
sich auf bestimmte Dinge konzentriert hat, um etwas zu bewirken, und dann wird es dann halt wie im Schneeballsystem weitergehen, hoffen wir. Mhm. Und sich auch auf andere Lebensbereiche auswirken. Naja, vielleicht gab es das Fukushima beim Saatgut ja schon, dass man da zeigen kann, dass es an bestimmten Orten schlechte Erfahrungen gab und dass man zeigen kann, jetzt muss sich das ändern, jetzt können wir nicht noch mehr weitermachen, noch mehr die Vielfalt reduzieren. Das gibt es vielleicht nicht bei uns, aber im internationalen Maßstab gibt es das natürlich schon. Ne? Also es gibt diese Zahl der 200.000 indischen Bauern, die sich das Leben genommen haben, weil sie halt mit in dieser Gemengelage mit dem Saatgutkonzern keinen Ausweg mehr hatten. Also sie hatten einfach schlichtweg kein Geld mehr, um sozusagen weiter mitzumachen. Hm. Und ich habe es jetzt nicht mehr so parat, aber ich weiß, dass das eben mit diesen Produktionsbedingungen und eben diesen Geschäftsbeziehungen natürlich zusammenhängt. Es ist vermutlich auch in Indien so, dass sie halt ich weiß nicht, dass sie sehr viel Wert noch auf die Mitgift von ihren Töchtern legen. Und ne, das ist sozusagen, dass so alte Traditionen und in diesem Falle sehr, in Anführungsstrichen, moderne Arten des bäuerlichen Daseins, dass die dann natürlich aufeinandertreffen. Das muss man auch sehen. Und dann vielleicht, also das Risiko, meine ich, für diese Bauern sehr viel höher ist, wenn sie sich in diese Gewalt vielversprechenden Saatgutmultispektiv. Und sie haben nicht so Subventionen wie bei uns, soweit mir bekannt ist. Sie haben kein Netz. Die gab es mal. Es gab mal Saatgut. Es gab mal Subventionen, ich glaube, für Dünger, glaube ich. Ich weiß nicht, welche weiteren es gab. Aber das ist schon. Ich denke einfach, das kann man sehen, wenn man sich vorstellt, hier wäre das, müsste man jetzt die Zahl mal so ein bisschen anpassen an die Einwohnerzahl von Deutschland. Es käme aber immer noch eine beachtliche Zahl von Bauern raus, die sich schon ein Jahr aufgebracht haben, wegen der EU-Aquaverordnung. Das wäre doch mal was. Also ich meine, ne? Das wäre dann das Adäquate hier. Aber solange das natürlich woanders passiert. Aber wir waren halt bei einem Drama, was sozusagen passieren kann. Das ist halt noch woanders. Mhm. Aber wenn das zusammentreffe. Ne? Dann kann man immer sagen, das passiert auch. Aber wenn das zusammentreffe mit Subventionskürzungen, dass fest eingeplante Agrarsubventionen wegfallen würden, dann könnte es auch bei uns sein. Was kann man denn jetzt als Verbraucher tun, als Landwirt tun zum Entwurf der EU-Saatgutverordnung? Gibt es Aktionen, die man unterstützen kann? Ja, es gibt auch im 7. Januar, also Januar 2014, am 18. zum vierten Mal, glaube ich, jetzt die Wir haben es satt Demonstration. Das ist ja immer im Vorfeld zur Grünen Woche in Berlin, wo also im letzten Jahr 24.000 oder 25.000 Menschen auf die Straße kommen. Und wir hoffen natürlich, dass es mehr werden. Und weil das ist schon ein ziemliches Symbol dafür, von den Menschen, dass wir nicht damit einverstanden sind, was da in der Landwirtschaft zu machen ist. Und das wäre ziemlich gut. Und ansonsten darauf achten, was wir demnächst anbieten an Mitmachaktionen. Und dann auch mitmachen. Also gerne mal auf unsere Seite kommen, Save Our Seeds. Es wird auch eine eigene Seite geben im Rahmen dieser Seite. Über Weihnachten werden wir hoffentlich Zeit haben, die zu gestalten. Und wie gesagt, wir haben uns schon eine Reihe von bunten Aktionen ausgedacht und wenn es soweit ist, damit auch rauskommen. Und wenn EU-Abgeordnete auf Sie zukommen wollen? Das können Sie gerne machen. Warum sollten Sie das tun? Ich meine, es ist eher andersrum, dass wir auf die zukommen. Es ist nicht so, dass hier so jeden Tag jemand vorbeikommt, das wäre schön. Ja. Nein, aber ich meine, es sind ja sehr viele involviert. Auch wir sind ein Verbund von Leuten, also von verschiedenen Kampagnen, die zusammenarbeiten. Und da gibt es halt auch eine gewisse Aufgabenabteilung, wer für was bestimmt ist. Mhm. Ja. Gut. Ja, ich bedanke mich für das Interview. Ja, ich möchte
Entschuldigung. Ich bin ein bisschen müde und überarbeitet durch die letzten Tage. Ich hoffe, dass es aber einigermaßen überbekommen ist. Doch, ich denke, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Wir werden auf die Webseite nochmal den Link zu einem Entwurf stellen von der EU-Saatgutverordnung. Und natürlich zu Save Our Seeds, sodass die Leute sich ein Bild machen können. Und vielen Dank auch. Ich denke, es ist auch wichtig, dass Sie uns auch über den Zeitrahmen informiert haben, dass man auch sich einen Terminplan machen kann, wie viel Zeit man hat, sich zu engagieren. Genau. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber schauen wir mal. Okay. Vielen Dank für die Möglichkeit, darüber reden zu können. Alles klar. Ja? Schönen Abend noch. Gleichfalls. Und tschüss. Tschüss. Jetzt kommt etwas Musik und dann gleich das zweite Interview. Und nun kommen wir zum Interview. Donnerstag, den 5. Dezember 2013, der Sendung Macht und Menschenrechte mit Freeman von Alle Schall und Rauch. Es geht um ein geplantes Projekt in Abchasien. Hallo Freeman. Hallo und danke, dass ich euch darüber erzählen kann. Ja, wie bist du auf Abchasien gekommen? Ja, das ist eine interessante Sache. Also ich habe das erste Mal überhaupt den Namen Abchasia für ein Land erfahren, damals am 8.8.2008. Das war der Tag der Eröffnungsfeier der Olympiade in Peking, wo damals an diesem einen Tag die georgischen Truppen Südossetien und Abchasien angegriffen haben. Und ich fing dann an, über diesen Krieg zu berichten und habe dadurch erfahren, dass dieses Land überhaupt existiert. Das war also meine erste Berührung. Und ich habe dann die nächsten Tage über diesen ganzen Krieg berichtet, dass Georgien da schwere Artilleriebombardements gemacht hat gegenüber Südossetien und mit Truppen reingegangen ist und dann die Russen zu Hilfe gekommen sind und das diesen Angriff zurückgeschlagen haben. So habe ich eigentlich das erste Mal vom Land Abchasien gehört und habe mich dann mit dem beschäftigt. Ich habe danach dann ein Interview versucht zu machen mit dem Außenminister von Abchasien und wurde aber dann gerade durchgeschaltet und konnte mit ihm ein Interview führen über die ganze Situation. Dieses Interview habe ich dann auch auf meinem Blog veröffentlicht und am Schluss dieses Interviews hat er mich eingeladen, ich sollte doch das Land mal besuchen. Und das habe ich dann gemacht und habe dann 2009 war ich dann dort und habe mir das Land angeguckt und war natürlich völlig überrascht, was ich da alles gesehen habe. Ja, viele kennen dich ja von Alle Schall und Rauch, einen der erfolgreichsten Blogs aus der Schweiz. Und Abchasien hat ja eine wechselvolle Geschichte. Ich habe mir Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Es gab längere Zeiten, wo Abchasien und Georgien zwei getrennte Staaten waren. Dann gab es auch Zeiten, wo beide miteinander zu einem Land gehört haben. Und auch als sie zur Sowjetunion gehört haben, war es ja erst so, dass Abchasien eine eigene Sowjetrepublik war und dann wurden später mit Georgien zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch ein Großteil der Wurzel der heutigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Georgien und Abchasen. Also es wurde der georgischen Sowjetrepublik angegliedert. Das war, glaube ich, das zweite Mal in der Geschichte, dass die Abchasen den Georgiern zugeordnet wurden. Ja, richtig. Also Abchasien hat eine lange Geschichte der Eroberungen. Das fing schon im 6. Jahrhundert vor Christus an, indem die Griechen dort einen Handelsstützpunkt eröffnet haben.
Und dann ging es los eigentlich mit der Christianisierung. Das Erstaunliche ist, dass 55 nach Christus kamen Andreas und Simon der Zelot, der ja ein Jünger Jesus war, nach Abchasien und haben dort das Christentum gebracht. Und übrigens beide sind dort beerdigt. Also die Jünger Jesus sind dort beerdigt. Also es ist auch deswegen ein Wallfahrtsort und ein großes Kloster dort, wo also viele Pilger hingehen und sich das anschauen. Danach ging es weiter mit der römischen Eroberung von Abchasien und dann später das byzantinische Reich hat dort übernommen. Und so weiter. Dann kam danach die türkische Eroberung, das Osmanische Reich war dann dort, bis dann zuletzt das Ganze unter der russischen Herrschaft kam, unter dem Zar. Und Abchasien sich Russland angeschlossen hat als Abwehr gegen das Osmanische Reich und wurde aber immer relativ selbstständig geführt. Und es gab auch ein Königreich Abchasien und so weiter. Also die ganze Problematik, die heute existiert, ist entstanden durch den Stalin. Der Stalin war ja kein Russe, sondern er war Georgier. Und er hat dann leider so ähnlich wie Hitler Österreich ins Dritte Reich einverleibt hat, hat er damals Abchasien auch in Georgien einverleibt mit der Hilfe von Beria. Beria ist ja der Chef des russischen Ge oder sowjetischen Geheimdienstes gewesen. Und die beiden zusammen haben dann Abchasien, wenn man so will, georgifiziert. Das heißt, sie haben Deportationen vorgenommen, sie haben die Abchasier nach Sibirien und ich weiß nicht wohin verschleppt und dann die Georgier dort eingeführt. Es wurde die abchasische Sprache verboten, die ganze georgische Kultur hat dann übernommen, abchasisch wurde unterdrückt, die Geschichte und alles. Und das war halt dann in dieser ganzen Sowjetzeit, wurde das aufrechterhalten. Erst durch den Zusammenbruch der Sowjetunion, wo sich dann diese ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken selbstständig erklärt haben, konnte auch Abchasien sich selbstständig erklären und von Georgien sich trennen. Das hat aber den Georgiern nicht gepasst und daraufhin haben die Georgier einen Krieg gegen Abchasien geführt, 1992, 93, den aber die Abchasier trotz gewaltiger Überlegenheit gewonnen haben und die Georgier aus dem Land werfen konnten. Mit Unterstützung von außen. Ja, mit Unterstützung von außen, insofern der Nachbarregionen auf der anderen Seite des Kaukasus. Ich will ja mal erklären, wo Abchasien überhaupt liegt. Es liegt also am nördlichen Teil des Schwarzen Meeres, am Fuße des Kaukasus. Auf der linken Seite und nördlich ist Russland. Gleich in der Nachbarschaft ist Sotschi, wo ja im Februar jetzt die Olympischen Spiele, Winterolympiade stattfinden wird. Und auf der östlichen Seite ist Georgien. Das Ganze, also wenn man so will, Abchasien hat eine Küste von circa, was weiß ich, 350 Kilometer am Schwarzen Meer und im Hintergrund ist der Kaukasus mit Bergen, die zwischen 4000 und bis zu 5000 Meter hoch sind. Abchasien grenzt auch an den höchsten Berg Europas, was viele ja nicht wissen. Der höchste Berg Europas liegt am Kaukasus, das ist der Elbrus mit 5200 Meter und nicht der Mont Blanc. Das ist also diese, wie soll ich sagen, Topografie, dass einerseits Abchasien am Meer liegt mit einer sehr subtropischen Küstenregion, wo Orangen, Mandarinen und Zitronenbäume blühen und hinten raus dieses gewaltige Gebirge des Kaukasus, das mit Gletscher und Schnee bedeckt ist.
Und heute, nachdem 2000, ich glaube seit 2008 habe ich bei Wikipedia gelesen, gab es keine Kämpfe mehr, hat die Lage sich stabilisiert. Mitte 2013 waren auch die Georgier wieder zu Gesprächen mit dem Achasen bereit. Ja gut, Kämpfe, wenn man so will, gibt es seit 1993 nicht mehr. Was dann leider passiert ist, alle Länder drumherum haben Abkhazien boykottiert. Also nicht nur Georgien, sondern auch Russland. Und die ganzen, das heißt also, das Land stand unter einem 8-jährigen totalen Boykott. Und das hat eigentlich mehr Leid und Schäden verursacht als der Krieg selber, der ja auch sehr viel Zerstörung verursacht hat. Aber der anschließende 8-jährige Totalboykott, Grenzschließung, es durfte nichts rein und raus, das hat wirklich dem Land sehr geschadet, weil die Abkhazier dadurch gezwungen waren, ihr eigenes Land zu kannibalisieren, wenn man das so will, ja. Und dabei war es ja unter der Zarenzeit und auch noch mehr unter der Sowjetzeit, dass die Côte d'Azur von der Sowjetunion, es war das Urlaubsparadies. Es kamen Millionen von Touristen jedes Jahr nach Abkhazien wegen der wunderschönen Strände, wegen dem warmen Klima. Es gibt viele, die aus damaligen DDR mit Flugzeugen dorthin gebracht wurden, aus Polen, aus Russland sowieso, und haben dort ihre Sommerferien verbracht. Es war also zur Sowjetzeit ein richtiges Riviera, wenn man so will. Und das ist es eigentlich heute wieder, nicht? Also es erholt sich langsam wieder von diesem Ganzen. Erst dadurch, als Putin an die Macht kam, 2000, er hat dann diesen Boykott von der russischen Seite her aufgelöst. Und dadurch begann langsam der Aufbau von Abkhazien, dadurch, dass die Grenze zu Russland geöffnet wurde, indem Putin das gemacht hat. Und dann später, nach 2008, hat dann Russland Südossetien und Abkhazien auch politisch als eigenständiger Staat anerkannt. Und dadurch sind natürlich jetzt ist die Normalisierung noch mehr vonstatten gegangen. Da gibt es ja, glaube ich, Friedenstruppen zwischen Abkhazien und Georgien, die heute dafür sorgen, dass der Konflikt nicht wieder neu aufflammen kann und dass die Lage stabil bleibt. Nee, gibt's keine. Gibt es nicht mehr? Nee, es gibt keine, also jedenfalls keine internationalen Friedenstruppen. Es gibt nur, die Abkhazier haben den Russen erlaubt, Militärbasen in Abkhazien zu errichten als Schutz. Hm. Aber es gibt keine internationalen Truppen. Okay. Also ist klar, dadurch, dass Abkhazien schon dreimal oder wie oft von Georgien angegriffen wurde, sind sie natürlich bestrebt, die Russen als Schutzmacht zu verwenden. Ja? Und deswegen haben sie ihnen erlaubt, Soldaten da zu stationieren. Ja? Und heute ist Abkhazien ja von ja verschiedenen weiteren Ländern anerkannt. Am wichtigsten wahrscheinlich Venezuela. Ja, nach dieser Anerkennung durch Russland, was mehr oder weniger eine Reaktion ist auf die Anerkennung des Westens von dem Kosovo. Nicht? Also das ist ja eigentlich wieder so ein typischer Fall von Doppelmoral und Heuchelei, dass der Westen die Abspaltung des Kosovo von Serbien und Errichtung eines eigenen Staates anerkennt, aber nicht, wenn sich andere Länder abspalten und ihre berechtigte Selbstständigkeit wollen. Nicht? Und deswegen hat Russland gesagt, gut, wenn ihr den Kosovo anerkennt, dann erkennen wir Abkhazien an. Das war mehr oder weniger so eine Gegenreaktion. Ja? Und mittlerweile haben sich aber einige andere Länder haben auch Abkhazien anerkannt. Und es besteht natürlich die Bestrebung, dass immer mehr Länder das tun, ja.
Der UNO-Sicherheitsrat hat es laut Wikipedia noch nicht getan, aber wenn Schutzmacht Russland Abchasien anerkennt, ist das natürlich ein großer Schritt, um zumindest de facto wie ein Staat leben zu können. Ja, natürlich. Es gibt übrigens viele Länder, die nicht anerkannt werden. Ich möchte nur daran erinnern, dass Taiwan ja auch nicht anerkannt wird. Taiwan gehört ja auch, wenn man so will, offiziell zu China und ist ein nicht anerkannter Staat, wenn man so will. Das Gleiche gilt übrigens für Nordzypern. Nordzypern wird nur durch die Türkei anerkannt und sonst von niemandem. Also es gibt so einige andere Länder oder Territorien, die eigentlich sich selbstständig gemacht haben. Es ist interessant, dass ja laut UNO-Charta jedes Territorium, wenn man so will, das Recht hat, sich selbstständig zu machen, wenn die Bevölkerung in diesem Gebiet das in einer freien, selbstständigen Wahl so will. Ja? Und das ist ja auch in Abchasien passiert, nur trotz dieses Rechts, das ihnen zugesprochen wird, doch trotz diesem Ausdruck und Willen, dass sie das wollen, einen eigenen ständigen Staat wieder zu sein, wie es mal früher war, wird das nicht vom Westen anerkannt. Aber das hat halt mit dieser ganzen geopolitischen Sache zu tun, dass ja Russland umzingelt wird. Ja, und deswegen unterstützt man Georgien. Ich habe es so verstanden in der UNO-Charta, Artikel 2 Absatz 1, das ist die Souveränität der Staaten. Das heißt, wenn man sagen würde, Georgien wäre, dass Georgien der Staat ist, wäre das zu wahren. Und das ist im Konflikt praktisch mit dem Artikel 1 vom UNO-Sozialpakt und UNO-Zivilpakt, das Recht der Völker auf Selbstbestimmung. Und wie man diese beiden miteinander koordinieren in Vorschriften, wenn es darum geht, dass die Selbstständigkeit von Völkern geht, die vorher keinen eigenen Staat hatten, zumindest genau in der Situation, bevor sie sich selbstständig machen, lösen will. Da gibt es eine Resolution der Vollversammlung über die guten Beziehung der Staaten. Und wenn ein Staat eine Minderheit unterdrückt, dann hat sie das Recht, sich selbstständig zu machen. Dann ist dann immer die Frage, wie ist das im Kosovo gewesen? Wie ist das in Abchasien gewesen? Und ich denke, daher kommt dieser Streitpunkt. Ist das erfüllt, die Voraussetzung dafür, sich selbstständig zu machen? Und ja, aus meiner Sicht und aus der Sicht der Abchasier ist es ganz klar eine Befreiung von einer Unterdrückung, weil, wie ich vorher gesagt habe, der Stalin hat ja zwangsmäßig die eigentliche Sowjetrepublik Abchasien in Georgien integriert und hat dort die Bevölkerung unterdrückt, die Sprache verboten, die Kultur verboten und das Ganze georgifiziert. Das heißt, es wurden die Georgier reintransportiert, ja. Mhm. Und weil er halt aus Georgien stammt. Er war ja gar kein Russe. Genauso wie Hitler kein Deutscher war. Ich meine, diese Aufrechterhaltung heute des Westens, dass man sagt, man muss die territoriale Integrität Georgiens aufrechterhalten, wäre genauso wie wenn man sagen würde, man muss die territoriale Integrität des Deutschen Reiches noch aufrechterhalten, indem man Österreich noch immer zum Deutschen Reich, also zu Deutschland gehören würde. Das ist natürlich absurd, ja. Aber genau das tun die ganzen Westmächte, indem sie hinter Georgien stehen und sagen, nee, was der Stalin gemacht hat, das ist schon in Ordnung, dass er das Abchasien einverleibt hat. Ich kann die Position sehr gut verstehen. Es sind klare Unterdrückungsmaßnahmen. Ich kann die Position sehr gut verstehen. Ich meine nur, hätte es keine Unterdrückung gegeben, dann wäre die Lage klarer auf der Seite Georgiens, was sie so nicht ist. Ja. So, man darf ja auch nicht vergessen, wie ich ja gerade gesagt habe, die Abchasier haben mit den Georgiern überhaupt nichts zu tun. Die reden eine ganz andere Sprache, die haben eine ganz andere Schrift, die haben eine ganz andere Geschichte. Die sind ja noch weiter auseinander als Österreicher mit Deutschen. Mhm. Ich meine, die Österreicher und Deutsche reden ja die gleiche Sprache. Aber die Abchasier und die Georgier nicht. Das ist völlig anders. Deswegen ist ja diese künstliche Verschmelzung, die ist ja abartig, die passt ja gar nicht. Ja? Ja. Weil da gibt es nichts Gemeinsameres.
Ja, und dadurch ist es völlig natürlich, dass sie nach dieser Zwangsvereinigung in diesem Sowjetreich, damals, wo die Sowjetunion dann zusammengebrochen ist, die sich entschieden haben, so, und jetzt tun wir uns von Georgien trennen. Ja, also das ist ja ein natürlicher Prozess gewesen. Ja, genauso wie die baltischen Länder sich von der Sowjetunion oder von Russland getrennt haben, oder die Ukraine oder Aserbaidschan oder Turkmenistan oder wie sie alle heißen, diese ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken. Ja? Aber das gesteht der Westen den Abchasiern nicht zu, aus irgendeinem sehr komischen Grund, weil man Georgien in diese ganze NATO- und EU-Geschichte einverleiben will, ja. Und außerdem darf man ja nicht vergessen, der Saakaschwili ist ja eine westliche Marionette, der ist ja in Amerika ausgebildet worden und wurde dort reingesetzt, ja. Ehemaliger Präsident Georgiens. Genau. Nicht? Und Also, aber das ist halt, was halt passieren wird und muss. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass man sich mit den Tatsachen abfinden muss. Die Abchasier werden nie sich eine erneute Einverleibung in Georgien gefallen lassen. Das werden sie nie machen. Ja? Und deswegen muss sich Georgien und auch der Westen mit diesem Staat, den muss sie anerkennen. Denn das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. es scheint ja so zu sein, wenn damals Abchasien ein beliebtes Tourismusgebiet in der Sowjetunion gewesen ist, dass man daran anknüpfen kann heute. Natürlich, und es ist ja auch so, dass die Haupteinnahmequelle für das Land ist tatsächlich der Tourismus. Es kommen jährlich über 1 Million Touristen nach Abchasien, weil es halt ein sehr angenehmes, warmes Klima hat. Bin erst vor 3 Wochen von dort zurückgekehrt und es war bis jetzt in den November 20 Grad warm. Man konnte schön draußen sitzen in den Restaurants und Cafés. Also es war wunderschön sonnig und warm. Nur die Nächte waren schon kühl, aber tagsüber, wenn die Sonne gescheint hat, war es schön warm. Also das ist mediterranes Klima, ja. Und das ist etwas, was natürlich gerade die Russen, die aus dem kalten Norden kommen, sehr schätzen und so. Und deswegen kommen auch sehr viele Touristen dorthin, ja. Diese 1 Million Touristen, sind das hauptsächlich Russen? Ja, nur. Weil der Westen, ich meine, du kannst ja reden mit wem du willst. Wenn du sagst Abchasien, dann weiß ja niemand, dass es dieses Land überhaupt gibt. Ja, also deswegen vom Westen her kommen überhaupt keine Touristen hin. Nicht? Es kommen nur zu 100% gibt es russische Touristen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, ich habe mir vor ein paar Jahren mal Flughafen habe ich geguckt. Im Westen ist ziemlich gute Fluganbindung zum Kosovo, teilweise besser als nach Serbien. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so ist, dass die Fluganbindung von vielen Ländern noch nicht so gut ist nach Abchasien. Ja, das Problem ist, dadurch, dass der Westen Abchasien nicht anerkennt, gibt es auch keine Möglichkeit, dorthin zu fliegen, weil natürlich die ganzen internationalen Organisationen gar nicht, sagen wir mal, Abchasien insofern in dieses ganze Schema reinlassen, ja, in diese ganze IATA und was weiß ich, was man da alles machen muss, damit man überhaupt einen Flugbetrieb eröffnen kann, ja. Und obwohl sie einen fantastischen Flughafen haben und früher und in der Sowjetzeit, also bis 1990, sind in den Sommerzeiten 100 Chartermaschinen jeden Tag dort gestartet und gelandet, wo ja die ganzen Touristen aus, wie ich vorher sagte, aus der DDR, aus Polen,
und Tschechoslowakei und, also, und von Russland hergebracht haben, damit sie ihre Ferien dort verbringen können. Es sind auch viele Passagierschiffe, die am Schwarzen Meer entlang gefahren sind, mit Touristen sind dort an Land gegangen und so weiter. Also es war ein Riesenbetrieb. Ich sage ja, das ist ja wie Nizza. Ja, wie Côte d'Azur. Ja. Das versucht man natürlich jetzt wieder herzustellen. Es ist überhaupt kein Problem, nach Abkhazien zu reisen. Man muss nur das über Sotschi machen. Das heißt, man fliegt entweder über Moskau oder über Istanbul nach Sotschi und dann ist es nur 15 Minuten mit dem Taxi, bis man an die Grenze kommt. Und dann kann man in Abkhazien einreisen. Es gibt überhaupt kein Problem, das Land zu besuchen. Ja? Das Einzige, was man sich beschaffen muss, ist ein Transitvisa, ein russisches Transitvisa, weil man halt durch Russland durchgehen muss. Ja? Aber das kriegt man ja. Und da gibt es ja auch eine Lockerung. Nicht? Soll ja ab Juni nächsten Jahr, soll es ja eine 72-stündige visafreie Transitmöglichkeit durch Russland geben. Das wollen sie ja extra jetzt einführen. Und dadurch kann es sein, dass man nicht mal mehr ein russisches Visa braucht, um über Russland nach Abkhazien zu kommen. Ja. Das heißt, dass ein Touristenvisum aus Abkhazien reichen würde? Ja, aber das holt man sich vor Ort. Also das tut man nicht vorher machen, sondern das kann man an der Grenze holen. Ach so. Ja. Aber wie man das genau ablädt, das kann, wenn jemand interessiert ist, kann er mir ja mailen und dann kann ich ja das gerne durchgeben, wie man das macht. Also es ist nicht schwer, man muss nur gewisse Regeln einhalten, wie man das halt mit anderen Ländern auch machen muss. Wirtschaftlich habe ich gelesen, ist in Abkhazien hauptsächlich heute der Rubel. Ich könnte mir vorstellen, dass ansonsten auch georgisches Geld im Umlauf ist. Nee, überhaupt nicht. Georgisches Geld gibt es dort nicht, sondern nur der russische Rubel. Das ist auch die offizielle Währung dort. Man kann aber auch mit Dollars und mit Euros, die kann man mitbringen und dort umtauschen. Nicht? Was halt ist, durch diesen ganzen Boykott durch den Westen funktionieren keine Bankkarten oder Kreditkarten in Abkhazien. Also wenn man als Tourist kommt, muss man halt entsprechend Bargeld mitnehmen in Euro oder Dollars, die man dort dann umtauschen kann in Rubel. Nicht? Aber was fasziniert mich an Abkhazien ist einfach, dass es ein Land ist, das erstens mal, wenn man so will, speziell das Hinterland völlig unberührt ist. Also es ist Natur pur. Ja? Und das andere, was mich fasziniert, ist dieses Zusammentreffen von subtropischem Klima mit alpinem Klima in unmittelbarer Nähe. Also man kann, sagen wir mal, in einer halben Stunde von einem Palmenstrand in ein Hochgebirge gelangen, das so ist wie die Alpen. Nicht? Also dieser klimatische Unterschied und auch von der Vegetation her, den kann man unheimlich schnell erleben, diesen Unterschied. Ja? Und das ist natürlich faszinierend, dass man verschneite Berge sieht im Hintergrund, aber am Strand liegt und schwimmt. Ich meine, das ist natürlich faszinierend, ja. Die Bevölkerungsgruppen gibt es in Abkhazien, ja hauptsächlich die Abkhazen und ansonsten als Minderheiten Georgier, Russen, Armenier? Genau. Also es gibt, Abkhazien war schon immer ein Völkergemisch, wie ich vorher aufgezählt habe, dadurch, dass viele frühere Mächte dort halt das Land besetzt hatten. Es gibt von der Türkei, es gibt viele türkische Abkhazier, weil natürlich die Türkei ja nur 240 Kilometer auf der anderen Seite vom Schwarzen Meer ist. Und dann gibt es viele Armenier, die dort sind.
und Russen, Georgier noch, und aber die Haupt, die Mehrheit sind Abchasier. Und es wird ja auch, diese ganze abchasische Kultur wird sehr stark gefördert mit der Sprache und so, dass das wieder auflebt und so. Das wird gemacht, ja. Von der Religion her scheint ja eine Mehrheit orthodox zu sein, verschiedene orthodoxe, christlich-orthodoxe Richtungen und eine große Minderheit muslimisch. Das scheint ja religiös tolerantes Land zu sein. Ja, ja, laut Verfassung besteht natürlich, also erstens mal muss ich sagen, Abchasien ist eine demokratische Republik, es finden Wahlen statt, ein Präsident wird gewählt und so weiter, das Parlament wird gewählt, es ist also, wenn man eine parlamentarische Demokratie, wobei der Präsident exekutive Vollmacht hat. Also der Präsident ist die höchste Exekutive und das Parlament. Und ich war selber dort als Wahlbeobachter vor 2 Jahren dort und habe auch meinen Freund, den Nationalrat Dominik Betig, mitgenommen, der auch als Wahlbeobachter dort war. Und wir konnten dann in alles reinschauen. Wir konnten uns überzeugen, dass das völlig korrekte Wahlen sind. Und so, also es ist ein völlig normales Land, wenn man so will, außer dass natürlich dadurch, dass es in dem Sinn nicht unter EU oder sonstigen Regeln sind, ist es ein ziemlich freies Land. Ja, also man hat sehr viel Freiheiten dort. Und das ist etwas, was mir gefällt, weil man sich dort wirklich entfalten kann, weil alles nicht so geregelt ist wie hier und verboten ist. Ja? Also es ist erstaunlich, wie in diesem Land das ist sehr liberal, sehr frei. Das bezieht sich auf die Religionsfreiheit. Natürlich, die 90% der Abchasen sind christlich-orthodox. Es gibt eine kleine Reformierte, also und auch Katholiken. Und eine kleine Minderheit sind Moslems, ja. Was für ein Projekt wollt ihr jetzt in Abchasien machen? Ja, also ich bin ja Direktor der Handelskammer Schweiz-Abchasien und versuche, Investoren davon zu überzeugen, dass also Abchasien ein guter Ort ist, zu investieren, denn Abchasien bietet viele Vorteile. Erstens einmal ist es das Land mit dem billigsten Strom der Welt. Also ein Kilowatt Strom, der übrigens mit Wasserkraft produziert wird, kostet nur 1,5 Cent. Und das ist natürlich gerade für Betriebe, die viel Energie benötigen, wäre es ideal, dort eine Produktion zu eröffnen, denn in so günstigen Strom kommen sie nirgendwo auf der Welt dran. Ja? Und er ist noch ökologisch, weil es ist Wasserkraft. Nicht? Dann ist es so, dass durch das Klima dort alles wächst. Also egal, was man anpflanzt, das ist ideal für die Landwirtschaft. Es gibt auch noch den Riesenvorteil, dass es Geothermie dort gibt. Also es werden dort die Gewächshäuser mit Dampf aus der Erde beheizt und das kostet auch nichts. Also dieser heiße Dampf, der da rauskommt, der ist gratis und damit kann man alles Mögliche machen, Gewächshäuser heizen oder sonst was. Das ist also auch ganz toll, ja. Dann ist es so, dass natürlich die Personalkosten relativ gering sind im Verhältnis zu uns. Also man könnte auch dort günstig Leute beschäftigen, weil halt die Lebenshaltungskosten sehr tief sind. Und dann, was der große Vorteil ist, ist, dass man, es gibt ein Zollfreiabkommen nach Russland. Also man könnte Abchasien benutzen, um etwas zu produzieren, um damit in den russischen Markt zu gehen, der ja riesig ist, ne? Mit 220 Millionen Menschen könnte man von dort aus Russland beliefern.
über dieses Zollfreiabkommen. Also es ist sehr interessant, wenn das jemand erkennen würde, was es da für Möglichkeiten gibt. Das heißt, zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte für Russland anbauen? Ja. Oder für für Länder, die mit Russland in der Zollunion sind? Ja, genau. Es ist ja auch so, früher, während der Sowjetzeit, war ja Abkhazien der Lieferant sämtlicher exotischen Früchte. Also es wurden Mandarinen, Orangen, Zitronen, Oliven, Kaki, Granatäpfel, überhaupt alles, was so an exotischen Früchten man benötigt, wurde ja alles in Abkhazien produziert und nach in Sowjetreich, wenn man so will, exportiert. Ja? Und auch Tee, große Teeplantagen gibt es dort und auch Fischzucht war dort sehr groß. Also alle diese Sachen, Tabak zum Beispiel auch, sehr groß, sehr viel Tabakanbau. Dann viele Nüsse, Haselnüsse, Walnüsse, also Sachen, wurden damals in der Sowjetzeit, und Wein hauptsächlich, also der Weinanbau. Es ist ja so, wenn man die Geschichte des Weins nachgeht, kommt man ja drauf, dass ja die Urrebe am Kaukasus eigentlich entstanden ist und dann über die Türkei und Griechenland ins römische Imperium kam. Aber die Urrebe kommt eigentlich aus dem Kaukasus. Und der Weinanbau ist dort sehr, sehr groß. Und sie produzieren sehr guten Wein, der nach Russland geliefert wird. Daraus, was will ich sagen? Man könnte eigentlich alles dort anbauen und dann nach Russland liefern. Ja, das wäre möglich. Gibt es ein konkretes Projekt, was derzeit in Vorbereitung ist? Ich hatte dich in einem früheren Gespräch so verstanden, dass es Überlegungen gibt zu einem konkreten Tourismusprojekt. Ja, also was ich jetzt persönlich mache, ist, dass ich dort etwas aufbauen will, wo wir all diese Ideen, die wir hier haben in Bezug auf ökologischen Anbau, Permakultur, Energiegewinnung, freie Energie und so Sachen und wie man Häuser baut, energieeffizient, also alles, was mit Lebensmittelproduktion, Energie, Hausbau und so weiter, auch Tierhaltung, dass man das dort umsetzt in einem Projekt, das im Prinzip das Ziel hat, so viel wie möglich autark zu sein. Ja? Aber das Ganze natürlich schon auf eine kommerzielle Basis macht, indem man das touristisch erschließt. Das heißt also, dass man diese Produkte, die man da produziert, nicht nur für sich selber macht, sondern auch an die Touristen verkauft, plus natürlich auch entsprechende Unterkunft vorsieht, für Touristen, die dort ihre Ferien verbringen wollen und so, dass man das so zusammenbindet, dass man das, was man hier ja eigentlich in Europa nicht machen kann, wegen der ganzen Regeln, Gesetze, Vorschriften und auch, weil sie es gar nicht wollen, ja, dass man das aber dort umsetzen kann, ja, aber auf einem kommerziellen Fuß, Basis, denn das Ganze muss ja auch finanziell funktionieren und dazu liefert man den Touristen all diese Produkte, die man dort dann macht. Ja? Und das ist unser Konzept und das bin ich gerade am Realisieren. Wir sind jetzt gerade im Bau, um die ersten Gebäude zu errichten, um anzufangen. Man muss ja mal ein Dach über den Kopf haben, um dann die nächsten Schritte zu machen. Du sagst gerade, gibt es da eine bestimmte Firma in einer bestimmten Rechtsform? Ist das eine GmbH, eine Aktiengesellschaft? Das ist eine Stiftung, die wir in Abkhazien gegründet haben. Eine wohltätige Zweckstiftung, ja.
die das Ganze sozusagen führt. Das ist so eine Art Joint Venture zwischen Leuten hier in der Schweiz und Leuten, die dort sind, wo das gemeinsam realisieren. Ja. Das, wenn ich das richtig verstehe, gibt es da einen gemeinnützigen Teil und es gibt auch einen Teil, der von einem gewinnorientierten Unternehmen laufen soll. Ja gut, eine Stiftung ist ja immer auch gewinnorientiert, nur dass die Gewinne für die Stiftung wieder verwendet werden für Neuinvestitionen. Ja. Nicht? Also alle, das ist wie bei einer Kooperative auch. Nicht? Also eine Genossenschaft tut ja auch das, was wir an Gewinn erwirtschaftet, wieder zurück in diese ganze nicht in die Gemeinnützigkeit reinbringen, um dann neue Projekte zu machen. Ja. Das heißt, es tritt schon am Markt auf, erzielt auch Gewinne, aber muss das für den satzungsgemäßen Zweck dann wieder investieren. Genau, also man kann dann, was immer für neue Sachen, nicht, kann man dann reinvestiert werden, weil das Ganze fängt mit einem gewissen Phase 1 an und dann gibt es Folgeanschlussphasen, um diese ganze Sache auszubauen, ne? Nicht? Um dann die jeweiligen verschiedenen Sachen, die wir uns ja hier vorstellen, nicht, in Bezug auf Energiegewinnung und ökologische Anbau und Tierhaltung und so Sachen, Produktion überhaupt machen zu können. Ja. Das heißt, wenn da jemand was investieren möchte, dann ist das was für Leute, die eben Interesse haben, dort ein Musterprojekt aufzubauen, weniger für Leute, die selber damit Profit machen. Ja, natürlich. Es wäre ideal für jemand, der, sagen wir mal, der Grund, warum mir Abkhazien gefällt, ist, weil es außerhalb des Imperiums ist. Also es ist außerhalb, wenn man so will, des westlichen Imperiums. Ja? Und es dort diese ganzen Gesetze und Vorschriften und Einschränkungen und Diktat von Brüssel und ich weiß nicht was, das gibt es ja dort alles nicht. Also man ist ziemlich frei, das zu machen innerhalb gewisser normalen Regeln. Natürlich kann man sehr frei operieren, ja. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, ja. Und außerdem sind natürlich die Kosten sehr tief. Wie ich gerade gesagt habe, der Strom kostet nur 1,5 Cent pro Kilowatt. Das Benzin ist sehr billig, kostet 80 Cent der Liter. Ja, auch wenn man Leute beschäftigt, ist das relativ günstig, ja, und so, nicht? Also man kann dort viel günstiger etwas realisieren, was bei uns unheimlich teuer wäre oder überhaupt nicht möglich ist, weil sie es gar nicht erlauben, ja, nicht? Wenn man jetzt mehr darüber wissen möchte, wenn jemand vielleicht selber dort investieren möchte oder sich ehrenamtlich einbringen möchte oder da einen Arbeitsplatz suchen will, wo kann man sich denn da informieren? Oder ist absehbar, wann da vielleicht genauere Informationen bereitstehen? Ja, es ist ja so, dass ich ja erstmal, müssen wir ja erstmal eine gewisse Basisstruktur in Form von Gebäuden haben, damit wir überhaupt Leute unterbringen können. Das heißt, dass wir dort überhaupt untergebracht sind, plus Gäste, die kommen wollen oder mithelfen wollen. Und das wird dann also Ende März, April fertig sein, die ersten Gebäude. Und dann kann man natürlich anfangen, zum Beispiel die ganze Umgebung landwirtschaftlich zu erschließen, nicht? Das heißt, im Moment ist es so, wenn sich jemand interessiert, dann muss er mir einfach ein Mail schreiben, dann kann ich ihm nähere Details geben und auch dann fragen, was man genau eigentlich dort will oder welche Talente hat man, die etwas dazu beitragen können und so, nicht? Und
Was mir auch gefällt, ist eigentlich dieser Lebensstil dort. Die Leute sind sehr solidarisch untereinander und helfen sich. Es ist eine Art mediterranes Leben auch dort, ja, einfach klimabedingt. Man kann relativ günstig dort leben, es ist alles vorhanden. Die Lebensmittel sind sehr günstig, weil alles dort produziert wird und so. Also mir gefällt es rein klimatisch sehr gut und von den Leuten her, ja. Und weil es, wie gesagt, außerhalb dieses ganzen NATO-EU-Amerika-Imperium ist, ja. Deswegen. Und die Natur hinten raus völlig unberührt ist. Also da gibt es, ich meine, 90% von Abkhazien ist ja unbewohnt. Die bewohnt ist ja nur die Küste. Aber alles, was hinten raus ist, 10 Kilometer von der Küste weg, ist völlig unbewohnt. Da ist niemand. Das ist völlig naturbelassen. Es gibt keinen einzigen Fluss, der begradigt ist. Es gibt auch keine Monokultur in den Wäldern, so wie wir das haben. Es ist alles sehr ursprünglich. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, eines der ganz großen Vorteile, und das sage ich auch den Abkhaziern, ihr müsst dieses Ursprüngliche, dieses Naturbelassene, das müsst ihr erhalten, weil das werden die Leute in Zukunft suchen. Nicht? Also ich kann mir vorstellen, ein Tourist, der das genau das will, ne? Also dass der ideale Wandermöglichkeiten und Trekkingmöglichkeiten finden wird, abenteuermäßig da das Land zu erkunden. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel für Touristen aus der Schweiz interessant sein könnte. Die Schweiz hat da eine Tradition der Neutralität. Und von daher wäre es doch für Touristen aus der Schweiz auch interessant, nicht ausschließlich westlich orientierte Länder zu besuchen. Genau. Nicht, also wer den Ballermann nicht sucht, wer also oder Antalya, nicht, wer das nicht will, der ist natürlich in Abkhazien ideal aufgehoben. Denn man kann sehr schöne Badeferien einerseits erleben mit dem gleichen Komfort und Restaurants und tolles Essen und Wein und so, also eine mediterrane Atmosphäre, aber gleichzeitig die wunderschönsten Bergwanderungen machen, entweder zu Fuß oder mit Pferd. Man kann sich einen Jeep mieten und dann halt diese unbefestigten Straßen in die Berge fahren. Und wenn man oben ankommt, dann wird man überrascht sein, dass es Enzian gibt da oben und man meint, man steht irgendwo in den Alpen auf dem Berg. Ja, also es ist unglaublich, was man da alles erleben kann. Ne? Mit welchen Sprachen kommt man denn da zurecht? Ja, es ist so, ideal ist natürlich, wenn man Russisch kann, weil jeder Abkhazier spricht natürlich Russisch, weil es halt aus der Sowjetzeit noch so ist. Und die ältere Bevölkerung, die noch aus der Sowjetzeit ausgebildet sind, die sprechen teilweise Deutsch, weil, war ich auch überrascht, die erste Fremdsprache, die man damals in Russland gelernt hat, war ja Deutsch und nicht Englisch. Die junge Generation aber, die lernt heutzutage Englisch als erste Fremdsprache. Nicht? Das heißt, es gibt viele Leute, wo man entweder mit Deutsch oder Englisch zurechtkommt. Das, wenn man eine der beiden Sprachen am besten beherrscht. Genau. Ideal ist, wenn man Russisch kann. Und ansonsten mit den älteren Generationen kann man sich teilweise in Deutsch unterhalten und mit der jungen Generation auf Englisch. Ja. Nicht? Es waren ja auch nach dem Krieg deutsche Kriegsgefangene dort, die auch einiges an Gebäuden und Bauten dort errichtet haben. Also deutsche Kriegsgefangene haben dort Brücken gebaut, sie haben Kraftwerke gebaut und sonstige Sachen. Und übrigens, die Hauptstadt Suchum wurde einmal von der deutschen Luftwaffe bombardiert.
Das war damals auf diesen Ostfeldzug mit dem Auftrag, bis nach Baku vorzudringen, zu den Ölfeldern am Kaspischen Meer. Nicht? Kam ja die deutsche Wehrmacht bis in den Kaukasus. Und dadurch gab es dann auch deutsche Kriegsgefangene, die dann nach dem Krieg dort gewisse Arbeiten gemacht haben und so. Ich meine, Suchum ist die Hauptstadt. Es ist eine Stadt, die eigentlich alles bietet und alles hat. Ob das jetzt Hotels, Restaurants, Einkaufssupermärkte. Es gibt auch einen sehr schönen botanischen Garten. Und früher wurde sehr viel, ein Teil des Raumfahrtprogramms dort gemacht. Deswegen gab es eine Forschung mit Affen. Der erste Affe, den die Russen in den Weltraum geschickt haben, der stammt aus Abkhazien, der wurde dort gezüchtet und so. Also es gab viele Sachen während der Sowjetzeit dort, weil es halt wegen dem Klima sehr angenehm war. Und der Flughafen von Abkhazien ist in der Nähe von Suchum ist einer der größten überhaupt am Schwarzen Meer. Der ist 4 Kilometer lang und 80 Meter breit und der wurde extra damals als Ersatzlandebahn für die russische Raumfähre gebaut. Die Russen hatten ja auch eine Raumfähre, so genau so wie die Amerikaner den Space Shuttle hatten, ne? Und da wurde der Flughafen von Suchum entsprechend ausgebaut als Landebahn für diese Raumfähre. Ja. Es ist nur schade, dass der Westen halt den Flug dort rein nicht erlaubt. Nicht? Aber das gehört halt zu dieser ganzen Politik, genauso wie der Iran boykottiert wird. Ne? Naja, manchmal muss Entspannung und Völkerfreundschaft vielleicht schrittweise gehen. Und ich bin der Meinung, dass die Wirtschaft da den ersten Schritt machen muss und deswegen fördere ich halt und versuche ich, Investoren zu finden. Ich habe auch schon sehr viele dort runtergebracht und das Land gezeigt, was es da für Möglichkeiten gibt. Das Problem ist halt, sie schrecken immer ab und sagen, ja, aber es wird vom Westen nicht anerkannt und so weiter. Nur, eins kann ich jedem sagen. Wenn das Land einmal anerkannt wird, dann ist es eh zu spät. Man muss ja jetzt reingehen und etwas aufbauen, nicht? Klar, dann ist alles natürlich entsprechend teurer. Ja, nicht nur teuer, dann ist der Zug abgefahren, oder? Die Konkurrenz schon da. Ja, so ist es. Und deswegen wäre es sicher, wenn jemand sich das anschauen will und auch sagt, ja, hier in Europa ist eher alles nichts mehr so gut, ich suche einen anderen Ort oder ich will zum Beispiel mit Russland ins Geschäft kommen und benutze Abkhazien als Art Sprungbrett, oder? Ich meine, was ideal wäre, wenn man halbfertig Produkte nach Abkhazien bringen würde, sie dort fertig macht und dann in den russischen Markt zollfrei reinbringen kann. Ich meine, das wäre ideal, ja. Ja, wenn man sich jetzt weiter informieren möchte, das eine ist ja das Projekt, dieses Tourismusprojekt, was über diese Abkhazische Stiftung läuft, und das andere ist deine Tätigkeit als Leiter der Schweizerischen Handelskammer. Wo kann man sich da weiter informieren? Ja, es ist so, ich bin natürlich dabei, eine Webseite zu machen, sobald wir also auch Gäste empfangen können, dann in unserem Projekt und sie dort auch unterbringen kann, werde ich dann entsprechend eine Webseite öffnen, wo man sich das Ganze, wo man dann auch Bilder zeigen kann und den Zweck und all das dann auch präsentiert, ja. Im Moment ist es ja in den Anfängen, wir sind gerade dabei, die Fundamente zu gießen für die Häuser und so. Aber sobald was errichtet ist, dann kann man auch was zeigen, dann kann man auch was anbieten und dann kann man auch das in der Webseite präsentieren. Das wird jetzt noch 2 Monate dauern, bis ich so weit bin, um auch etwas zeigen zu können und wo man sich dann informieren kann. Im Moment ist es so, dass man mir einfach eine Mail schickt,
Wenn man mehr wissen will, wenn man das Land bereisen will, dann kann man mir einfach ein Mail schicken, dann gebe ich entsprechende Tipps und Informationen raus. Man kann natürlich sich generell im Internet informieren, denn es gibt ja viele Webseiten, die sind aber hauptsächlich auf Englisch oder auf Russisch, wo man sich über das Land informieren kann. Ja. Aber demnächst wird es über unsere Sache und generell, sagen wir, für den deutschsprachigen Raum eine Webseite geben, wo man all das erklärt kriegt. Ja. Ich denke, das wird dann bei Alle Schall und Rauch dann... Das werde ich dann auch entsprechend verkünden und dann kann man dann, werde ich den Link dann und dann werden all diese Sachen, was wir vorhaben, was und so. Was natürlich ideal wäre, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, ich komme mal einen Monat runter und hilf euch oder das würde mich interessieren, da irgendwie mitzumachen. Das wäre natürlich schon interessant, dann ab Frühling oder Sommer. Ja. Ich denke, für Investoren wird es ja wichtig zu sein, die genauen vertraglichen Bedingungen zu wissen und auch welche Gesetze in Abchasien gelten, dass sie das einschätzen können und dass sie eben auch wissen, was ist jetzt, also einmal, das eine ist ja diese Stiftung, die das Geld wieder gemeinnützig investieren muss, dass sie da die genauen Regeln kennen und das andere ist ja, dass Investoren gesucht werden, wofür die ich engagiert als Chef der Handelskammer. Gibt es eine Webseite der Handelskammer, wo man sich informieren kann, wenn man in Abchasien investieren will und es jetzt nicht dieses eine Projekt ist, was einen interessiert, sondern generell anderweitig investieren will. Wo kann man sich da informieren? Es gibt die Webseite der Handelskammer selber, also der Handelskammer in Abchasien, ja. Mhm. Und Moment, die gebe ich gerade mal durch. Das ist die info@tppra.org, also info@tppra.org. Also da kann man Mail schicken oder auf die tppra.org Webseite gehen. Das ist also die Handelskammer der Republik Abchasien. Und da kann man sich informieren und das ist auf Englisch, dort steht alles, was es für Möglichkeiten gibt, wenn jemand geschäftlich dort was machen will, ja. Okay. Und das Tolle ist natürlich, dass gerade nebenan auf der russischen Seite natürlich unheimlich viel passiert. Einerseits durch die Olympiade in Sochi sind ja sehr viele Infrastrukturmaßnahmen getroffen worden, also da wurde gewaltig investiert, es wurde ein neuer Flughafen gebaut, es wurden natürlich für die Olympiade die ganzen Einrichtungen gemacht, Stadien und so weiter, es wurden Autobahnen gebaut, es wurde eine Zugschnellstrecke gebaut, es gibt einen nagelneuen Grenzübergang zwischen Abchasien und Russland, ja, und so, also auf der anderen Seite, auf der russischen Seite, ist gewaltig gemacht worden. Und neben der Olympiade in Sochi ist ja auch demnächst wird das erste Formel-1-Rennen dort sein. Dann kommt ja noch die Fußball-Weltmeisterschaft, die in Russland stattfinden wird und so weiter. Also man sieht, dass sehr vieles beim russischen Nachbar passiert, von dem aber auch Abchasien dann profitieren wird, ja. Wenn die abchasische Werbung dort ankommt, jeweils bei den Touristen in Russland. Genau, das ist klar, weil ich meine, zum Beispiel eine bekannte Persönlichkeit, die ja Abchasien besucht hat, war ja gerade der bekannte Schauspieler Gérard Depardieu. Der kam nach Abchasien, weil er halt auch in Sochi war. Also wenn man nach Sochi geht, dann ist es, wie gesagt, es sind nur ein paar Kilometer, dann kann man nach Abchasien reinfahren und man wird herzlich willkommen und kann sich das alles anschauen, ja. Und es lohnt sich sicher mal, speziell für jemand, der also irgendwo hin will, wo niemand hingeht oder wo man selber noch nie war, wäre das natürlich ideal als Entdeckungsreise, ja. Und weil es gibt praktisch null westliche Touristen dort.
Null. Also die kann man erzählen, wenn überhaupt, ja. Und deswegen alleine schon einmal irgendwo hinzufahren, wo noch keiner war aus dem Westen, das ist natürlich schon interessant. Plus natürlich alles, was es sonst an Schönheiten von der Natur. Es gibt wunderschöne Seen und Flüsse und Wasserfälle und natürlich alte Kirchen und römische Ausgrabungen und alles Mögliche, wo man da sich anschauen kann. Ja, ganz herzlichen Dank für den Überblick zu Abchasien und auch, wo man sich weiter informieren kann. Ja, man muss, wie gesagt, man kann mir ein Mail schicken, aber man kann auch, weil ich das ja, sobald wir soweit sind, werde ich das natürlich auf dem Alles Schall und Rauch Blog entsprechend ankündigen. Kann man sich dann, wenn man das beobachtet, dann werde ich laufend informieren, wie das Projekt voranschreitet, wie man sich daran beteiligen kann, wenn man will, wie man da etwas einbringen kann, wenn man ein entsprechendes Handwerk oder sonstiges Talent hat, um da an diesem Projekt mitzumachen. Denn wie gesagt, das Ziel ist es, all die Ideen, die wir ja haben in Bezug auf Lebensmittel, Gesundheit, Energie, was weiß ich, baulichen Maßnahmen, dass man die dort wirklich realisieren kann, weil hier wollen die das ja gar nicht, ne? Also die tun ja da Hürden aufstellen, aber dort ist es nicht so. Wenn man wirklich das will, kann man das dort realisieren, ja. Ja, wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickelt und ja, freuen uns da Neuigkeiten zu hören. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Ich Zeit bedanke genommen hast. mich, ich bedanke mich, dass du auch Interesse gezeigt hast, um mir die Möglichkeit zu geben, das einem Publikum bekannt zu machen. Und weil, wie gesagt, das ist völlig neu, ne? Also wer weiß über dieses Land schon Bescheid? Hier im Westen praktisch niemand. Und dass ich diese Möglichkeit habe, das mal kurz vorzustellen, da bedanke ich mich sehr herzlich. Ja, herzlichen Dank. Und nun kommt etwas Musik. Und ja, die nächste Sendung wird sein von Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 19. Dezember 2013.